Ich halte diese Rallye, die wir an der Wall Street, vor allem im Tech-Sektor sehen, für extrem gefährlich. Warum? Aus zwei Gründen sehe ich darin eine echte Gefahr. Der erste Grund ist der, dass die Statik der Aktienmärkte damit in Gefahr gerät, denn es sind nur ganz, ganz wenige Aktien, die sozusagen die Indizes nach oben treiben. Der Rest verliert. Das ist nicht wirklich gut für ein Gebäude, wenn es auf ganz, ganz wenigen Säulen nur basiert, die anderen Säulen eigentlich schon weggebrochen sind. Was passiert dann, wenn diese tragenden Säulen, die all das bisher dann stützen, wenn die auch mal ein Problem kriegen? Das war das Erste. Und das Zweite ist, dass wir eine gigantische Umverteilung erleben derzeit. Und das in einer Gesellschaft, in einer amerikanischen Gesellschaft, die ohnehin ja schon gespalten ist, die ohnehin schon massive Konflikte hat. Wir haben das ja in diesen Unruhen gesehen, die da noch nicht allzu lange her um sich gegriffen haben. Mit extremen Exzessen auch von Gewalt und Zerstörung. Und ich will in diesem Video ein bisschen beleuchten, was ich damit meine. Schauen wir uns zunächst mal hier diese Auflistung an. Amazon, der Profit um 100% gestiegen, Walmart 80% und so weiter. Die Aktien von den Fang-Aktien oder die Fang-Aktien sind auf Allzeithoch. Aber 21% der kleinen Geschäfte in den USA sind geschlossen oder der kleinen Unternehmungen. Insgesamt ist deren Umsatz um 30% gefallen. Und wir sehen also damit im Prinzip ein weiteres Auseinanderklaffen einer Gesellschaft. Und wenn die Fliehkräfte zu stark werden, dann kommt es zu einer Explosion. Und das droht, wenn diese ganze Geschichte so weitergeht. Wir haben heute Apple wieder fast 4% im Plus, fast auf dem Weg in die 500. der Bereiche jetzt schon mit einer Marktkapitalisierung von über 2 Billionen Dollar. Wenn man mal 2 Billionen Sekunden zurückrechnen würde in der Geschichte, dann wären wir so um und bei im Jahr 64, 65.000 vor Christus. Also das zeigt so ein bisschen die Dimension, die da der Fall ist. Und um es nochmal klarzustellen, ich gönne jedem seine Gewinne, das ist überhaupt kein Problem. Ich verstehe mich nur als eine Art Chronist der Zeit, der von außen auf ein System guckt und versucht, dieses System zu beschreiben. Klar, subjektiv zu beschreiben, geht nicht anders, aber das ein bisschen einzuordnen aus historischer Sicht, aus einer vielleicht eher geisteswissenschaftlichen Sicht zugegeben. Ich bin kein Anlageberater, habe das nie in irgendeiner Form postuliert, indem ich Ihnen sage, gucken Sie mal danach, gucken Sie mal danach. Das ist der Job von anderen, nicht von mir. Ich versuche sozusagen täglich ein bisschen das auf den Punkt zu bringen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und da muss man sich nach meiner Auffassung langsam Sorgen machen. Wenn man zum Beispiel auch sieht, dass die Mortgage Delinquencies deutlich nach oben gehen, so stark wie noch nie. Das heißt, die Leute sind teilweise nicht in der Lage, die Hypothekenschulden zu bezahlen, die sie haben. Praktisch das, was sie für ihr Haus geliehen haben, können sie nicht mehr zurückzahlen. Größter Anstieg in der Geschichte der USA. Und wir haben jetzt eine Situation, wenn wir von Hypotheken sprechen, wenn wir vom Immobilienmarkt in den USA sprechen, dass offenkundig, wie hier Peter Devlin twittert, Biden überlegte, dass Elizabeth Warren als Finanzministerin fungieren würde, wenn er die Wahl gewinnt. Ist ja alles andere als sicher, aber wenn er die Wahl gewinnt und Elizabeth Warren würde Finanzministerin werden, dann sieht es an der Wall Street ein bisschen anders aus. Dann wird sozusagen diese Party wohl abrupt beendet. Dann würde es auch für die großen Tech-Konzerne schwieriger, denn Elizabeth Warren sagt, die müssen aufgespalten werden. Also es ist nicht so, dass da keine Risiken sind, dass das alles total ungefährlich ist, was wir hier erleben. Hier sehen wir es nochmal, die Awesome Eight, also die wunderbaren Acht, da ist neben den Fang-Aktien noch Nvidia dabei, Tesla, so diese großen Highflyer, die sind 60% durchschnittlich jetzt seit Jahresbeginn im Plus. Der Rest des Marktes im S&P 500 ist 14% im Minus oder die durchschnittliche Aktie ist 14% im Minus seit Jahresbeginn. Und wenn wir jetzt mal das vergleichen, die marktkapitalisierte Gewichtung im S&P 500, also das, wie der Index auch wirklich berechnet wird, und das vergleichen mit dem sogenannten Equal Weight Index, mit dem gleichgewichteten Index, wenn also alle Aktien gleichgewichtet wären, dann sehen wir, dann sind wir gar nichts, wären wir gar nicht so weit weg von den März-Tiefs. Also man sieht, da ist nicht viel passiert bei den anderen Aktien. Es ist
ist bei den wenigen Aktien sehr viel passiert. Da hat sich eine extreme Akkumulation gebildet, um mal einen Begriff von Karl Marx zu gebrauchen. Gefährlich, ja. Aber das ist ja das, was Marx beschrieben hat, die Akkumulation von Kapital, die dann letztendlich zu inneren Widersprüchen führt. Und vielleicht ist die Analyse von Marx gar nicht so schlecht. Was das Problem bei Marx ja ist, ist sozusagen der Gegenentwurf. Die Analyse des bestehenden Systems war ja nicht gerade so schlecht. Schauen wir uns noch hier zum Beispiel mal rein wieder zur Markttechnik zurückkommend an. Und das beim Nasdaq, der Nasdaq zwar steigt, aber die Zahl der Aktien, die steigen, die wird immer geringer. Es fallen immer mehr Aktien, als sie steigen. Gleichzeitig steigt aber der Index, Apple und Co. sei Dank. Und wir haben jetzt in diesem Monat den 8. Monat, respektive vielleicht sogar jetzt, wenn der August sich so weiterentwickelt, den 9. Monat in Folge, das Growth, das Momentum, Value outperformt, also besser läuft als die dividendenstarken, die langweiligen Aktien, sowas wie Procter & Gamble ist Value, sowas wie Amazon oder andere, Facebook sind the Growth. Und wir schauen hier auch mal, wenn wir den NYSE uns mal betrachten, also praktisch alle Aktien an der New York Stock Exchange, dann sehen wir, dass die eigentlich ihr Hoch erreicht hatten am 19. August und jetzt unter den Juni-Hochs handeln. Also hier sieht man einmal mehr, dass diese Breite der Rallye nicht gegeben ist, dass die Statik der Rallye so extrem einseitig wird. Und hier weist Daniel Eckert auch darauf hin, dass von den 30 Werten im Dow Jones 21 seit Jahresbeginn im Minus sind. Vor allem Boeing natürlich, 52%, Exxon, Walgreens und so weiter und so fort. Also 9 sind im Plus, das ist also weniger als ein Drittel, wenn man so will. Und das ist schon sprechend. Interessant übrigens, wenn man mal den Nasdaq mit den Gebrauchtwagenpreisen in den USA vergleicht, dann gibt es da eine gewisse Kongruenz, warum auch immer. Wir haben jedenfalls gesehen, dass die Gebrauchtwagenpreise zuletzt in den USA maßgeblich nach oben geschossen sind. Vielleicht, weil sich die Leute auch keine Neuwagen mehr leisten können oder wollen. Sie können sich auch übrigens keine Häuser mehr bald leisten, denn das erste Mal in der Geschichte der USA sind die Hauspreise jetzt durchschnittlich auf über $300.000 gestiegen. Ist für großstädtische Verhältnisse in Deutschland ja fast ein Witz, aber man muss sich mal eben auch die Häuser in den USA anschauen. Das ist ja alles andere als eine solide Bauweise, um es mal vorsichtig zu formulieren. Da wird eben viel noch mit Holz gebaut, Lumber, Bauholz. Und hier die Preise sind im Vorfeld auch der heutigen Immobiliendaten, die sehr, sehr stark waren, nochmal durch die Decke geschossen. Wir hatten auch starke Daten heute zum Market PMI aus den USA, also zum Einkaufsmanager-Index aus den USA. Wir sehen jetzt derzeit, dazu komme ich gleich noch, dass die fundamentale Situation, die konjunkturelle Situation wieder auseinanderdriftet zwischen Europa und den USA. Europa war ja lange sehr gefragt, nachdem man diesen Rettungsfonds da irgendwie beschlossen hat. Da war Europa dann plötzlich für internationale Investoren wieder sexy. Die USA, große Probleme, Arbeitslosigkeit etc. Jetzt scheint sich das so ein bisschen zu drehen. Europa wird schlechter und die USA stärker. Hier noch etwas ein bisschen Esoterisches, das basiert auf Astrologie. Es gibt ein astrologisches System, den sogenannten Donald Bradley's Siderograph, der das Hoch in diesem Jahr am 19. August oder für das Jahr 2020 schon im Vorfeld auf den 19. August prognostiziert hatte und das Tief am 17. März, ich glaube es war nicht ganz der 17. März, 6 Tage später, aber schon nicht so schlecht gelegen ist und dieses System, dieses Prognosemodell sagt fallende Kurse voraus. Aber wie gesagt, das ist Esoterik, basiert auf Astrologie. Ich bin kein Gläubiger in der Astrologie. Jetzt nochmal zurück zu diesem Thema Konjunktur. Hier sehen wir heute die Einkaufsmanager-Indizes, die heute sehr schwach waren. Aus der Eurozone. In Deutschland war es der Dienstleistungssektor, der schwächelte. Frankreich miserable Zahlen. Das hat dann heute die Futures so ein bisschen nach unten gedrückt, hat den DAX nach unten gedrückt. Und dann kommt aber das, was Mohamed El-Erian thematisiert. Wir haben immer dasselbe Muster. Wir haben eher schwache Konjunkturdaten. Dann gehen die Aktien runter und dann heißt es buy the dip und alles geht wieder rauf aufgrund der Liquidität. Das bringt es so ein bisschen auf den Punkt, was wir derzeit erleben. Wir haben diese immense Fokussierung, diese immense Konzentration von Kapital
in wenigen Werten und wir haben auf der anderen Seite die vielen großen Verlierer. Das ist auf Dauer nicht zu halten. Das ist sind Klumpenrisiken, die da entstehen und ich glaube nicht, dass die dauerhaft bestehen können. Ja, natürlich, die Dinge können noch extremer werden. Extreme Dinge haben die Tendenz, noch extremer zu werden, aber irgendwann reißt das Seil, wenn es zu stark angespannt ist. Das war in gewisser Weise mein Wort zum Sonntag, schon am Freitag. Ich wünsche jedenfalls ein wunderbares Wochenende und sage Ihnen Servus und Ciao.